Über 460 Millionen Coins, das weltbeste Team in FIFA 22 und zum zweiten Mal die Nummer 1 im Transfererlös. Was uns aber viel stolzer macht, unser erfolgreichstes Community-Mitglied Stefan hat über 65 Millionen FIFA-Coins ertradet. Und genau das kannst du auch schaffen. Mit den Elite-Trading-Tipps von FootPeppy, zeitsparenden Tools und einer motivierenden Community geben wir dir alles mit, was du benötigst, um am Transfermarkt immer einen Schritt voraus zu sein, um deine Münzen kinderleicht zu vermehren. Klicke jetzt auf den Link in der Videobeschreibung und du kannst das Angebot 14 Tage lang testen. Jo Freunde, was geht? Willkommen zurück auf dem FootPeppy Trading Kanal. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Start in die neue Woche und ich habe heute natürlich wieder ein paar Trading-Tipps für euch. Wir verlieren auch keine Zeit, doch bevor wir reinstarten, gerne den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben dalassen, wenn euch meine Trading-Tipps weiterhelfen. Und wir beginnen sofort mit unseren wöchentlichen Promo-Team Discard Club Stocks. Wir haben nämlich jetzt in den letzten zwei Tagen wieder mal gesehen, wie OP diese Investments ist. Natürlich ist es so, das sind Investments, die man lange im Verein halten muss. Man weiß natürlich nie, wann diese Karten interessant werden, die ich euch gleich nennen werde. Aber wenn man viele Coins hat und nicht weiß, wohin damit. Ja, man hat vielleicht schon eine UV-Liste am Laufen, man investiert in Futter, in Informs und hat trotzdem noch Coins über, sind diese Karten ein Low-Risk Game Changer, sage ich einfach mal, weil die haben kaum Risiko bzw. null Risiko. Der einzige Risikofaktor, sage ich mal, ist der Faktor Zeit. Ja, weil es kann Tage, Wochen oder manchmal auch ein bis zwei Monate dauern, bis die Karten steigen. Wir haben ja vorgestern diese Finisher Evolution bekommen für den rechten Flügel. Und da wurden dann natürlich auch wieder zwei Karten gebraucht, die wir uns vor ein paar Wochen in den Verein gepackt haben. Einmal der Mann hier, der ist gerade bei 15.500 Münzen, haben wir uns damals für 10.500 Coins einmal in den Verein eingepackt und der war in seinem Hoch, als die Evo rausgekommen ist, bei knapp 20.000 Coins. Bei Carlos Vela genau das gleiche, ist gerade schon wieder auf 12.000 Coins runtergefallen. Auch den haben wir uns damals zum Discard bzw. Mindestpreis einmal in den Verein gepackt und auch der hat in die neue Evolution gepackt, sodass er auf knapp 20.000 Coins angestiegen ist. Ihr seht, da sind immer dann so gute 8.000, 9.000 Coins netto Gewinn drin. Die Frage ist halt immer, wann. Trotzdem nehme ich mir Woche für Woche diese Karten alle einmal mit in den Verein. Und wir starten auch direkt rein mit Dani Olmo Eis. Gerade beim Discard-Preis, ja, er bietet euch den für 10.500 Münzen. Genauso wie seine Feuerversion. Lauriente bekommt ja auch für 10.500 Coins erboten. Guckt, dass ihr möglichst nah am Discard-Preis seid, beziehungsweise am Mindestpreis, um das Risiko so gering wie möglich zu halten. Ja, auch seine Eisversion ist gerade ein bisschen teurer, aber ich denke auch, die kriegt in den nächsten Tagen, wenn wir ein bisschen Supply bekommen, zum Mindestpreis. Aber auch 11.000 Münzen ist halt absolut kein Problem. Wichtig, ich sage es nochmal ausdrücklich, bitte nicht irgendwie ein Masseninvestment machen. Das ist wirklich nur ein Clubstock, heißt einmal in den Verein packen und warten. Ja, genau das gleiche bei Moussa Sissoko. Ich finde, der sieht eigentlich ganz geil von den Stats aus. Und wenn der in eine passende Evolution reinkommt, könnte der meiner Meinung nach richtig, richtig steil gehen. Der ist ein bisschen teurer. Den habe ich mir einmal für 11.000 Münzen mit in den Verein genommen, weil ich kann mir wirklich bei dem gut vorstellen, wenn der irgendwo reinpasst, der löst einen richtigen Hype auf. Ja, der war mal früher eine sehr, sehr beliebte Karte, wurde viel in FIFA gespielt, war richtig OP und ich denke, das könnte auch wieder passieren. Um den Preisverlauf der Spieler im Auge zu behalten, nutze ich halt immer den Preisalarm, weil wie gesagt, das kann halt über Wochen gehen und ich habe keinen Bock, jeden Tag die Preise nachzugucken. Gib dann hier zum Beispiel die Karte ein, die ich im Auge behalten möchte. Sissoko, die Eisversion, will die aus und möchte eine Benachrichtigung bekommen. Wenn die 15.000 Münzenmarke knackt, dann kann ich nämlich den Preis beobachten und den Moment oder den vermutlich besten Moment abwarten, wann ich diese Karte verkaufe. Dann kriege ich die Nachricht direkt auf mein Handy und muss nicht jeden Tag nachgucken, ob die Karte gestiegen ist. Ich informiere euch aber natürlich auch, wenn die Karte gestiegen ist. Also damit ihr mal Bescheid wisst, ich gucke nicht den ganzen Tag auf dem Markt, ob die Karte steigt. Ja, das wäre viel zu viel Zeit, weil manche mich schon mal gefragt haben, wie ich das mache. Ich nutze einfach dieses Tool, ist auch unten verlinkt. Wie jeden Montag habe ich natürlich heute auch wieder eine neue ÜV, sprich eine neue überteuert Verkaufenliste für euch, die ihr 1:1 nachbauen könnt. Zeig euch einfach mal so zwei, drei Top-Verkäufe von mir in den letzten Tagen. Zum Beispiel habe ich Varan für 13.000 Coins verkauft, obwohl der eigentlich nur 6.300 Coins wert ist, ist also ein satter Gewinn. Dann haben wir hier so einen Ramsdale, der ist eigentlich 1.500 Münzen wert auf dem Transfermarkt. Den bin ich für 5.900 Münzen losgeworden. Ihr seht, man kann halt pro Verkauf richtig, richtig gute Münzen machen. Man hat vielleicht nicht die Masse der Verkäufe wie bei so einer Low-Budget-Trading-Methode, aber die zwei, drei Verkäufe, die man dann da vielleicht pro Stunde hat,
die werfen extrem viel Gewinn ab. Einen habe ich noch für euch, Joe Gomez habe ich für 3200 Münzen verkauft und der ist eigentlich gar nichts wert, also auch hier ein richtig, richtig guter Call. Warum funktioniert das? Viele Leute fettfingern, vielen Leuten ist der Preis egal. Manchmal steigen die Spiele aufgrund irgendwelcher Leaks an oder auch aufgrund irgendwelcher Evolutions. Ja, wir bekommen aktuell so viele Evolutions, dass wenn die geleakt werden, spezielle Spieler einfach extrem ansteigen. Und diese Spieler probieren wir rauszufiltern, ja, um mit diesen Spielern dann überteuert verkaufen zu betreiben. Ich erstelle euch jetzt eine 600k ÜV-Liste, die ihr wirklich 1:1 kopieren könnt. Und dazu nutzen wir wie immer das ÜV-Tool von FootPeppy, um uns da die besten Spieler rausfiltern zu lassen. Hier oben geben wir einfach 600.000 Münzen an. Die Liste ist für den PlayStation bzw. für den Xbox-Markt. Wir wollen 100 Plätze belegen, ganz, ganz wichtig. Und extrem wichtig, by the way, bitte baut diese Liste nur nach, wenn ihr wirklich diese 600.000 Coins habt, weil wir brauchen bei ÜV wirklich eine volle Liste. Solltet ihr noch keine 600.000 Coins haben, schaut euch bitte diese Trading-Serie an. Da ist für jedes Budget was dabei. Ja, ganz, ganz wichtig, nicht mit 100k irgendwie probieren, diese Liste hier nachzubauen. Jetzt lassen wir uns die Liste einfach berechnen. Das dauert gar nicht so lange, irgendwie ein paar Millisekunden und haben dann auch hier direkt die besten Spieler, die wir einkaufen können für ein Budget von 600.000 Münzen. So, wie gehen wir denn jetzt vor? Ganz einfach. Ihr seht jetzt hier die Spieler aufgelistet und ihr kauft jeden Spieler einmal ein. Ihr habt hier den Namen, die Version, in dem Fall ist das jetzt eine Hero-Karte, den Einkaufspreis, den Startpreis und den Sofortkaufpreis. Der Einkaufspreis kann natürlich variieren, weil der Markt ja volatil ist. Das heißt, der kann mal höher liegen, der kann mal drunter liegen. Ja? Wenn der drunter liegt, nehmt ihr natürlich den günstigsten mit. Sollte die Karte etwas teurer sein, nehmt ihr die so lange mit, wie ihr mit dem Startpreis noch Gewinn erzielt. Denkt dabei unbedingt an die 5% EA Stören. Die Preise hier hinten bitte so lassen. Ja? Das sind optimierte Preise, manchmal sind das Zahlendreher, dann sind das mal 1K-Deals oder 10K-Deals oder was auch immer. Das sind wirklich psychologisch clever gewählte Preise. Da ist ein Algorithmus hinter, deswegen die so lassen. Ja, und dann geht ihr von oben nach unten die Spieler durch. Ihr könnt jetzt einfach das Video auf Pause machen oder ihr macht euch einen Screenshot, kauft die Spieler 1:1 nach und stellt sie halt direkt wieder auf den Transfermarkt drauf. Und am Ende des Tages solltet ihr dann ungefähr 600.000 Münzen in diese Liste investiert haben und eine volle Liste haben, sprich 100 Plätze sollten dann auf eurer Transferliste ja voll sein. Und das auch so gut funktioniert wie bei mir, dass ihr halt immer nachkauft, wenn ihr einen Verkauf hattet, damit die Liste im Umkehrschluss wieder voll ist. Dann, dass ihr stündlich anbietet, entweder über die Compagnon-App oder die Web-App. Das müsst ihr dann halt nicht immer über die Konsole machen, das ist viel zu zeitintensiv. Und denkt an den 18:10-Trick, heißt eine Runde um 18:10 starten, damit sie um 19:10 zum 19 Uhr Content ausläuft. Und wenn da Content kommt, wo eure Spieler gebraucht werden oder eine neue Evolution, dann werden die Karten auch gut weggehen. Bitte nicht verzweifeln, es gibt Phasen, da gehen die Karten ein bisschen schlechter weg. Wichtig ist, dass ihr durchzieht, ne? Dann gibt es Runden, dann geht vielleicht eine Karte weg, dann gehen drei Karten weg, dann gehen mal sechs Karten weg. Das ist halt eine lazy Methode, also für Faule. Ja, immer wieder anbieten und ihr werdet nebenbei halt immer gute Verkäufe erzielen. Ihr dürft auch gerne mal an dieser Stelle eure Erfahrungen mit überteuert verkaufen in die Kommentare schreiben, weil ich höre immer wieder, manche machen damit richtig Money und bei anderen läuft es eher schleppend. Ja, ich probiere herauszufinden, warum es schleppend läuft. Also gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das macht, wo die Probleme sind. Ich helfe euch. Und wir sehen uns im nächsten Trading-Video wieder. Bis dahin, guten Start in die Woche. Bleibt gesund. Bis dahin, euer Sepp.